Hallo und herzlich willkommen hier zur neuen Folge bei Keller und Kops. Ich fahre jetzt die Tiere zum Stall. Wir haben es ein Stückchen schon geschafft und fahren um den Rest. Und dann werden wir die Bullen einstellen. Ich habe den Zaun hier ein bisschen leiser gemacht für den Traktor. Im Außenbereich. Innen drinne. Ist das so gelassen. Wahrscheinlich kam ein Update, ein paar Veränderungen und das hat nur sich nun auch im Ton niedergeschlagen. Mir ist es vorher nicht aufgefallen, sag mal so. So, wir fahren fleißig über die Straße. Und versuchen mal da hinzukommen, ne? Wir haben jetzt, 6. August. Ob wir wieder Mais machen müssen, das hat ein neues Szenario übrigens, ne? Szenario begonnen mit Tiere. Tiere, bestimmt nur noch Maishäcksel und all sowas. Ich weiß aber nicht genau, da wollen wir überraschen lassen. Wir sind ja auch nicht genügsame Tiere, die fressen auch ganz gerne Heu. Natürlich am liebsten frisches Gras, logisch. Das sind halt Rinder, ne? Mais ist eigentlich nicht so ihr. Wenn sie die Wahl haben zwischen Mais und Grassilage, dann ziehen sie Grassilage vor. Hat mein Arbeitskollege erzählt. Ich nehme an, dass es so ist. Denn von Natur aus, europäische Rinder kennen ja gar nicht mehr. Die kennen ja Mais ja gar nicht, ne? Mais kommt ja aus Amerika. Von daher denken wir, dass die Urrinder bei uns eigentlich nur Gras gefressen haben. Logischerweise, ob das sich auch auf unsere Rinder übertragen hat, keine Ahnung. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie Gras am liebsten mögen, auch wenn es eine Silage ist. Silage ist ja eine Form der Konservierung. Natürlich kann man auch Gras trocknen zu Heu. Was nun besser ist, ich weiß nicht genau. Aber das werden wir hier mal lernen, ne? Das kann durchaus sein, dass jetzt mal erklärt wird. Ich meine, Mais ist sehr genügsam und auch sehr ertragreich. Und durch die Körnermais, was drin ist, auch sehr energiehaltig, ne? Das kann natürlich ein Vorteil sein. So, da sind wir schon am Hof angekommen. Und jetzt wollen wir da noch gleich mal reinfahren. Da ist übrigens Heu. So. Wir haben 5 Rinder. Wir fahren mal rein. Jo. Hier sind noch einige drinne, Mensch. Junge. Das ist die Box. 10. 10 haben wir. Frei. Dann ist noch die Box. Bremse. Da haben wir eine Box frei. Da gibt es keine Nummer für. 1. 1, 3 ist auch noch frei. Also 10, 1 und 3. Ruhe. Die haben Hunger. Bist du da? Entladen. Geht er hier automatisch? Transportbox, ne? Zack. Transferiere die Bullen in Stall 3. F1. In Stall 1. Ne, das nicht kaufen. Das kaufen. Das ist Bestand. Nach Gewicht.
Alle drei hat er gesehen. Also. Nach Gewicht habe ich gegeben, ja. Stall 4. Stall 2. Stall 3. Nach Gewicht oder Transportbox? Stall. 2. Transportbox. Karl Ernst, Transportbox. Charles, geht mal in den Stall. 3. Dann ist der Christian. Der ist auf Stall 5. Transportbox Karl Ernst kommt in Stall 1. Nee, Stall 3. Dann Josef oder so wie er heißt. Stall 3 hat er gesagt. Dann Transportpunkt Erwin. Und Wilfried. So, das haben wir auch erledigt. Bringe den Anhänger zum Unternehmen zurück. Achso. Ja, ich bin aber hier mehr oder weniger Freund, der gerne alles zeigt. Macht keine Unterbrechung. Ich fahre jetzt einfach zum Händler zurück. Lass mal automatisch fahren. Der kann am schnellsten fahren, der Bruder. Und der kennt sich aus, ne? Also der Automat, ne? Wir fahren auch nicht die Katze über den Haufen. So, da haben wir neue Tiere. Müssen wir hier noch Futter versorgen, ne? Ja, Futter brauchen wir noch. Ja, sicherlich Futter oder sowas. Ja. Unsere Flächen sind, ich glaube eher nicht. Also für einen Nebenerwerb gibt es verdammt viele Flächen, die sie kaufen. Mal dazu sagen, die Flächen sind alle irgendwo vergeben. Keiner verkauft Land heutzutage. Also wüsste ich jetzt nicht, ob einer hier Land verkauft. Das müsste schon ein Sterbefall sein. Oder die Kinder wollen sich erben. Das kann natürlich auch sein. Ansonsten verkauft hier keiner Land. Mein Vermögen wird man mit Landschaft nicht verdienen. Ne? Man hat 4 Rennereien, hat er mal erzählt. Da musste einen Tag extra zur Behörde, um die ganzen Anträge abzugeben für die Förderung von der EU, ne? Na schon. Sehr aufwendig. Wenn man da sich nicht auskennt, ist das schlecht. Ich hätte eher gedacht, man hinten den Anhänger vorher waschen würden. Und die Tiere hinterlassen meistens auch ein paar Kleinigkeiten. Wenn man das in Schmutz an den Füßen und so. Und den sauber wieder abgibt, ne? Ja, haben wir 5 Rinder gekauft. Aber das ist gut zu wissen. So kann man es ein bisschen lernen, ne? Transportbox und so eine Scherze. Angenehm. Wenn man es weiß. Ja, später muss man sich wieder erinnern, ne? Bei dem, nicht erfahren. So sind wir gleich wieder da. Ich meine, ich finde es ja grafisch recht schön, ne? Dazu sagen, ich habe auch maximal eingestellt. Ist schon heftig, also. Wenn der Rechner am Lüfter angeht. Junge, da musst du hin. Siehst du dort nicht? Aber das machen wir halt selber, ne? Ist ja nicht so genau, aber müssen zumindest da drin sein. So. Hängen den Tiertransporter ab.
Fahrzeug zum Hof. Okay. Dann habe ich jetzt Abschiederechner. Bildschirmmodus. Bildschon. Bildschoner, ne? Habe ich ja früher mal aktiviert gehabt. In der Zeit, wo er bearbeitet halt, dass wir da der Bildschirm nicht einbrennt. Oh, in verkehrte Richtung. Das können wir waschen. Die Frage, ne? Gut, dann fahren wir da lang, ne? So, links. Ja. Deswegen macht der andere Rechner hin und wieder mal Pausenfunktion. Meine Sorge ist dabei, wenn ich sehe, dass das wahrscheinlich auch nicht dabei geht und dann haben wir ja, Probleme in der Aufnahme, ne? Sind hier fertig geworden. Ungünstig. Beziehungsweise ich rede hier umsonst. Das ist ja Blödsinn, ne? Das ist nicht schön. So, dann jetzt mal zum Hof. Ich hoffe, ich daran denke, dass ich nächstes Mal das Bildschirmmodus ausschalte. Auf Dauerbetrieb. Okay. Die Windräder haben wir auch schon. Ob die meine eigenen sind, glaube ich eher nicht. Eher höchstens auch Pacht oder die Fläche vermietet, kann man sagen, dass sie das darauf betreiben dürfen. Ne? Dann kriege ich Prozente ab, wenn es mir Land gehören würde. Aber denkt man nicht, denn wir haben recht wenig Geld. Also, das wird garantiert nicht gehören, Land. So, gleich wieder da. Und zwar im Haus. Kurz ausmachen. C. Diese Scheune. Haben wir einen schönen Eingang hier, ne? Bestimmt für die Gäste. Party. Prima, dein Nachbar hilft dir und rallt den 4 Anhänger. Beim Lohnunternehmen nun gründlich, damit er den nächsten Transport sauber ist. So kannst du dich um die Versorgung der Tiere kümmern. Aha, okay. Wollte sagen. Muss doch sauber gemacht werden. Wieso gehen wir jetzt Zeit voraus? Du teilst dir mit dem Unternehmer einen Futtermischwagen. Daher kannst du dir heute Morgen den Mischfutterwagen holen und die Bullen einer Tagesration, also mit Futter, was sie am Tag fressen, versorgen. Das sieht toll. Man kommt gerade von her, ne? Das ist ja ein Scherz, ne? Ich glaub's nicht. Das ist ein Weihnachtsscherz. So, Zuschauer, das soll es auch schon gewesen sein. Nee, oder? Wir fahren los. Geht so nicht. Muss mal ganz kurz überlegen. Oder hier angeht. So. Wir fahren heute Truck. Ja. Ruhen wir ab, ne? N. Fahren wir automatisch. Bisschen bequemer. Ja, jetzt. Wir sind gerade gestern hergekommen. Und jetzt fahren wir wieder zurück und holen. Naja, das ist ein bisschen ungünstig, ne? So ein Futtermischwagen sich auszuleihen ist oder zu teilen ist ungünstig. Aber den brauchen wir jeden Tag, ne? Keiner von zu Hause. Naja, wir hatten ja zu Hause nur einen Bullen gehabt, den haben wir dann so versorgt, ne? Ohne einen Futtermischwagen. Auch die LPG hatte das nicht gehabt. Die hatten das ja noch altmodisch verladen mit Forke.
einen kleinen Stall mit Schubkarre. Dann weißt du, was du getan hast. Silage reinfahren oder Gras. Lange Arme, sei euch. Gut, heute ist das nicht mehr bezahlbar, ne? Das ist alles automatisch. Ich weiß ja noch nicht, wie lange die schon Futterbeschwerden gibt. Aber früher ist mir das vor schon 30 Jahre her ja nicht unter der Nase gelaufen. Ne? Also mein Traktor ja ausmisten, das kam vor. Aber in allermeisten Fällen noch mit ja, so eine Art Schlitten und Pferd haben sie gezogen. Also Schlitten davor, also Pferd und so eine Art Schlitten. Und den haben sie den Stall mit der Forke voll gemacht. Und dann rausgefahren, also ist ja wie ein Schlitten alt, ein bisschen größer. Und draußen mit der Forke auf Misthaufen gebracht. Und das war ja Knochenarbeit. Oder mit der großen Karre halt, ne? Da war ja die Kunst des Packens, dass das Gewicht vorne drauf lag, auf schönem Gleichgewicht. So musste man nur, Anführungszeichen, rausfahren. Das Gewicht war auf dem Rad und dadurch war das nicht ganz so dramatisch. Vom Gewicht her. So, wir sind angekommen. Wir sind da. So, wir wollen hier ranfahren, ne? Der Vieranhänger ist weg. So, fahren wir noch kurz ran. Das Tor geht alleine auf. Gute. Ist ja modern, ne? So. Mit den Futtermischwagen erstellst du eine Futtermischration für die Bullen. Die Bullen bekommen vorwiegend Mais zu fressen. Bei Kühen setzt sie eine Mischung aus Gras, Mais, Mineral und Kraftfutter zusammen. Aha, okay, das habe ich mal gesehen im Fernsehen. Beziehungsweise bei YouTube. Gut, dann fahren wir jetzt im Hof. Aber das machen wir in der nächsten Folge. So, das soll es ja heute schon gewesen sein. Dann seid mal tschüss und total. Ja, morgen geht's hier weiter. Hier bei Cattle and Crops. Wie Ort hier heißt. Vergessen. Tschüss.